Mein Name ist Josef Neferle. Ich war 24 Jahre Bürgermeister hier in der Gemeinde Egenhofen, war 30 Jahre im Vorstand des SC Oberweikertshofen, davon 24 Jahre erster Vorstand und 6 Jahre Abteilungsleiter Fußball. Als Bürgermeister hat in der Kommune Schattenplätze für Kleinkinder immer eine große Rolle gespielt, insbesondere für Kindergärten und Schule. Und das ist natürlich das, dass wir im Sommer, insbesondere bei starker Sonnenbestrahlung, die Kinder schützen wollen vor ultraviolette Bestrahlung, wie es in den Schulen und Kindergärten eigentlich auch üblich ist. Und das soll also letztendlich hier in dieser Halle möglich sein und stattfinden. Mein Name ist Oliver Keitel. Ich bin seit 2014 hier Jugendtrainer. Aktuell trainiere ich die U15-Jugend. Unsere Jugendlichen, die hier auch in ihrer Freizeit sind. Die Halle, die wurde jetzt letztes Jahr fertiggestellt im Herbst. Und wir finden das super, weil wir da bei allen Witterungsbedingungen und nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern natürlich auch im Sommer, weil wir uns sonst überlegt haben, ob wir überhaupt trainieren können, wenn es so warm ist, in der Halle jetzt beschattet und mit Luft, die von außen durchströmt, trainieren können und die Kids trotzdem in Bewegung sind. Letzte Woche konnten hier die Kleinen rein, obwohl das Wetter nicht danach war, Fußball zu spielen. Und das Gleiche verspreche ich mir auch im Sommer, dass, wo wir uns in der Vergangenheit überlegt haben, ob wir überhaupt Training machen sollen, weil es so warm ist, ob man das mit den Kindern machen kann, jetzt in die Halle gehen können und unter beschatteten Rahmenbedingungen Training abhalten können. Die ein oder anderen Eltern schmieren die Kinder schon ein, aber wenn sie schwitzen, dann geht die Sonnencreme auch runter. Das hat einen Kurzfristeffekt. Lange Klamotten wären schon eine Idee im Sommer, aber da schwitzen die Kinder, da bringen sie kein Kind in lange Klamotten. Insofern ist das natürlich auch super, weil da ist die, sag ich mal, Sonnenbrandgefahr, dürfte damit eigentlich schon gebannt sein. Und das, wie wir ja alle wissen, löst es ja irgendwann mal wahrscheinlich Hautkrebs aus und insofern ist es sehr gut, die Halle zu haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in der einen oder anderen Gemeinde auch eine Freilufthalle entstehen wird. Die Begehrlichkeit ist geweckt